Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren von Legion TD2. Geheimnismodus. Geht weiter mit dem Zuschauer. Iraj ist wieder dabei. Nova. Letzte Runde gut gewonnen. Deswegen machen wir einfach weiter. Wir könnten Big Banana Baum machen. Das gefällt mir sogar sehr gut. Große Rächerin könnte man machen. Aber ich glaube, ich mache den Bananenbaum. Wir nehmen ihn mal noch mit, weil er sehr guten DPS noch hat, auf jeden Fall. Ja, Arbeiter sind immer wichtig, das vergesse ich auch immer wieder. Aber egal, wir machen Albtraumstart. Fürs Erste. Mal Upgrade. Und fertig. Ja, Worker, da muss man wirklich drauf achten. Also ist auch nicht so meine Stärke. Außer Spiel Fiesta, da funktioniert es auf einmal. Sollte mehr Fiesta spielen, wahrscheinlich. Naja. Geht los. Bin bereit. Oh, schon wieder Magier. Zauberer ist auch nicht schlecht. Kampfnarben sind auch. Gerade Kampfnarben, wenn ich hier den dicken Bananenbaum hin platziere, ist das natürlich übelst stark. Weil die haben ja dann kein Mana mehr, wenn ich die aufgewertet habe. Die geben mir einfach nur 1500 Leben und dann ist Schluss. Lass mich kurz überlegen. Hier kommt auf jeden Fall ein Bananenbaum davor. Dachs noch hin. Wir machen das mal dahinter. Weil ich kann die nicht davor packen, wenn ich die dann mit dem Wüstenpilger groß machen will. Dann werden ja die Kaulquappen groß und das ist Müll. Das will ich nicht. So, dann kann ich eine Seraphine aufwerten, um die 3 zu überstehen. Zack. Das kriegen wir auf jeden Fall mit rein. Eine packe ich noch dazu. Die kann ich ja dann auch zu den Tanks machen. Von daher alles entspannt. Ein Bananenbaum vorne hin, hinten die Wüstenpilger. Das ist der Plan. Und natürlich die Archer. Schnecke down. Worker rein. Erledigt. So. Alles entspannt für die ersten Runden. Da passiert ja nicht so viel. Upgrade. So, ich mach Archer hin. Ein bisschen weiter hinten, weil ich dann noch ein bisschen was baue. Und nehme aber nicht noch eine Kaulquappe mit, das reicht mir. Ich guck mal hier drüben. Baumwächter, Windfalke, Goldwerfer. Magiewaves gut. Magiewaves wäre ich gut. Und er aber nicht so wirklich. Das geht ganz schön hoch, ne? Wir könnten ihm aber auch auf der 6 einfach Robus schicken oder so. Das würde gehen. Lass mal auf die 7 gehen. Lass uns mal auf die 7 gehen. Da kann ich auf jeden Fall gut durchkommen. Und die haben noch Arkan Verteidigung für die Gargoyles. Das ist gar nicht so verkehrt.
Ja, die 7 extrem wichtig jetzt hier mit dem Crawl. Und hier muss er halt dann noch ein bisschen. Fruits reinschicken zum Beispiel. Ah, der hat schon gut Kohle hier drüben. Zack, Wüstenpilger. Der muss gar nicht so weit vorne stehen. Der heilt ja nur. Aber der wird auch extrem wichtig sein jetzt für die Runde, weil ich noch keinen Tank habe. Keinen ordentlichen. Kann sein, dass ich jetzt verkacke. Okay, wir schauen mal. Hat noch einen Metzger geholt. Ja. Ich würde vielleicht eine Blut reinschicken und dann Robos. Hier können wir auf jeden Fall ein Upgrade machen. Ja. Dann hole ich einen Worker. Krieg noch Schnecke rein. Da sollten wir ganz gut durchkommen. Weil Magie Raves kacken die alle ab. Nur er halt nicht. Dafür habe ich den Blut reingeschickt. Obwohl das auch zu vernachlässigen wäre, aber Blut ist sowieso immer gut. Aha! Sturmjäger. Ja, die sind jetzt ganz schnell down und jetzt ist sein ganzes Gold, was er gesammelt hat, wieder weg. Wiedersehen. Oh, hast sogar eine Sakura-Blume einmal aufgewertet jetzt. Ein Stack hat sie schon. Aber jetzt ist sie down. Ja, schaffe ich das noch? Könnten eigentlich gleich Resend machen. So ein kleiner Resend ist, glaube ich, nicht verkehrt. So, ich werde hier den DAX platzieren. Und dann davor mache ich den Bananenbaum und dann mache ich den richtig dick. Das ist der Plan. Und das sollten wir auch ganz gut hinbekommen. Und wir gucken mal. Sind nur 80, die rauskommen. Aber die könnten schon gut treffen. Ja, sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, die könnten sogar noch abkacken durch meine übrig gelassenen Einheiten, die durchgekommen sind. Wie sieht es hier drüben aus? Abgewehrt. Sehr gut. Jawohl, Blume kackt ab. So ist das gut. Ansonsten gehen wir jetzt auf Pyraves vielleicht. Das könnten wir machen. Auf den Großvater Magie reinschicken. Machen wir. Das ist für ihn gar nicht schlecht. Ja, da keine Verteidigung, das ist ja gut. Und ich werde einfach mal hier reinschicken. Entweder ein paar Robos oder ein Drachen oder so. 31. Ja, wir machen den Drachen rein.
Okay, werde ich wahrscheinlich verkacken. Nicht so wild. Ich habe ja noch jemanden, der für mich abwehrt. Ja, ganz entspannt. Sehr gut, da konnten wir noch gut was zusammensammeln für die Welle 10 und dann gehen wir auf 13. Gehen wir auf jeden Fall auf 13. So, neue Archer mit rein. Und nächste Welle könnte ich dann erstmal die umwandeln. Das ist wichtig. Und nächste Welle könnte ich dann den Bananenbaum bauen. Eventuell. Und damit kann ich dann mit Kampfnarben auch gut arbeiten. Unter 20 King-Aufwertung, ne? Ja. Hat minus 175. Sehr gut, sehr gut. So muss es sein. Und dann gehen wir auf 13. Ich kann locker noch einen Worker auf jeden Fall gehen. Wir könnten auch auf 14 gehen. Ja, schaue ich mir nochmal an. Überlege ich mir noch. Das überlege ich mir noch. Wir könnten noch eine Wave länger warten und dann auf 14 gehen. Die haben auch keine Verteidigung. Genau, wenn wir jetzt auf 14 gehen, dann sollte das durch sein. Wir sammeln einfach so lange. Und dann geht das schon klar. Weil Magie-Schaden ist für mich gut. Arcana-Verteidigung ist für ihn gut. Aus Geschick? Nö. Dann keinen Worker holen. Er hat jetzt schon Probleme. Tschüssi. So wollen wir das sehen. Sakura Blume hat gerade mal 2 Stacks. Da passiert nicht viel. So, wir könnten natürlich noch einen zweiten Bananenbaum dahinter bauen. So, hier hin. Das geht auch. Noch ein Archer dazu. Die wandle ich wieder um. Und fertig. Oh ja, das ist wirklich sehr gut. Wenn man die noch upgradet, ist das rundherum mega stark. Oh, Bananenbaum braucht meine Kampfnarben. Mega Power Up 300. Ja, da geht es ja nicht um den Schaden, sondern um die Verteidigung, dass die halt lange dagegen halten. Das haben wir sogar fast komplett abgewehrt. Obwohl das ein dicker Send war. Ganz vergessen, Worker zu bauen, weil ich hier aufs Schreiben konzentriert war.
Weiß ich nicht, ob der stark ist bei... Nö. Nö. Ja, der ist doch der Kacke, oder? Sehe ich das falsch? Er kann Verteidigung, ist gut gegen die und gegen das hier. Ja, Stichler war jetzt nicht die richtige Wahl. Aufprall wäre stärker gewesen. Ich brauche ein bisschen Stich. Mal gucken, was ich noch zusammenkriege. Der kriegt ein schönes Upgrade. Die werden wir tauschen. Zack. Ich noch 240 zusammen. Keine großen Tanks, großartig. Ja komm, schau die mit rein. Der ist gar nicht schlecht. Ja, okay, ein bisschen Stich drin. Egal. Der muss einfach schnell GAU gehen. Und der ist schnell down gegangen. Jetzt prügeln wir hier das ganze Ding durch. Siehst du? Das hat gesessen. Das hat gesessen. Gutes Spiel. Ja, genau die richtigen Waves abgepasst. Long Safe am Ende. Gutes Ding. Wenn ihr mit mir zusammenspielen wollt, schickt mir eine Anfrage bei Steam. Ja, habe ich schon beim letzten Video gesagt. Wenn ihr das erste Video verpasst habt, mit Mirage zusammen hier, ich verlinke es euch einfach mal. Das war's einfach für heute. Bis dahin, ich wünsche euch einen entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.